Die Simple Show erklärt den CO2-Fußabdruck. Das sind Sie. Vermutlich haben Sie schon eine Menge über den Klimawandel gehört und wie Sie Ihren CO2-Fußabdruck verringern können. Aber was genau ist das eigentlich? Der CO2-Fußabdruck ist eine Spur, die jeder Einzelne in der Umwelt hinterlässt. Natürlich nicht mit den Schuhen, sondern mit allem, was zum Ausstoß von Kohlenstoff führt. Das sind schädliche Gase, wie zum Beispiel CO2, die bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe wie Öl oder Gas entstehen. Je höher der Verbrauch, desto größer der Fußabdruck. Sie glauben vielleicht, dass beim Autofahren die austretenden Kohlenstoffe nur vom Motor kommen. Aber das stimmt nicht. Denken Sie nur mal an all die Kohlenstoffe, die an die Umwelt abgegeben werden, damit Sie Benzin in den Tank füllen können. Um das Öl zu gewinnen, muss Energie eingesetzt werden. Dazu kommt die Luftverschmutzung beim Transport und auch schon in der Raffinerie, bis das Öl letztendlich an Ihre Tankstelle geliefert wird. Ganz abgesehen von dem CO2, das bei der Produktion eines Autos entsteht. Das ist mehr, als Sie dachten, oder? Wenn Sie nicht gerade hinterm Mond leben, hat alles, was Sie tun und besitzen, seinen eigenen CO2-Fußabdruck. Sie lesen ein Buch, Druck und Vertrieb verbrauchen Energie. Sie putzen sich die Zähne, Ihre Zahnbürste hat bereits eine Reise durch eine Fabrik hinter sich. Sogar ein einfacher Apfel ist vielleicht schon tausende von Kilometern transportiert worden, bevor er in Ihrem Supermarkt landet. Sie sehen, es ist beinahe unmöglich, keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Aber das sollte kein Grund sein, es nicht wenigstens zu versuchen. Wenn Sie auf Ihr Verhalten achten und nachhaltig handeln, hinterlassen Sie vielleicht einen weniger tiefen Abdruck. So geben Sie dem Klimawandel den Rest.